Es war genau gestern, vor 170 Jahren, als der erste Zug über die Göltstahlbrücke fuhr. Das Bauwerk gilt als die größte Ziegelsteinbrücke der Welt und gilt als Wahrzeichen des Vogtlands. Mit ihren fast 100 Bögen in rötlicher Farbe überspannt sie das Tal der Gölsch. Die Brücke ist von enormer Bedeutung für die Nord-Süd-Verbindung. Auch heute noch fahren Züge aus Dresden oder Leipzig in Richtung München oder Nürnberg. Grund genug für das beeindruckende Viadukt, eine Bewerbung für das UNESCO-Welterbe abzugeben. Den Startschuss dafür gab es vor fast genau einem Jahr am 17. Juli 2020. Um sowohl dem Wunder im Göltstall als auch der UNESCO-Welterbe-Bewerbung gerecht zu werden, fand gestern Abend ein gemeinsamer Jahresempfang der Städte Netzschkau und Reichenbach am Fuße der Göltstahlbrücke statt. Schon bei unserem Eintreffen war das Festgelände gut gefüllt und es herrschte eine tolle Stimmung. Im Vogtland versteht man es, Feste zu organisieren. Mit vor Ort neben den Bürgermeistern von Reichenbach und Netzschkau auch die Ministerpräsidenten von Sachsen und Thüringen. Ja, ich freue mich und das ist eine ganz tolle Initiative der Region. Die Göltstahlbrücke hat es verdient, 170 Jahre, die größte Ziegelsteinbrücke der Welt und wir wollen sie zum Weltkulturerbe machen. Und Sie haben gleich Ihren Kollegen noch mitgebracht. Ja, so ist es und ich habe ihm schon zugesagt, dass wenn Sachsen sich entscheidet, die Göltstahlbrücke auf die 1 zu setzen, dann werden wir von Thüringer Seite mit großer Freude das unterstützen, weil wir sind hier im Vogtland und das wird das Monument sein für das Vogtland, ein weiteres Schwergewicht. Und dann wollen wir auch damit touristische Werbung machen und wir wollen damit natürlich einen Mehrwert für die ganze Region. Und Greiz liegt nur wenige Meter auf der anderen Seite. Das heißt, hier wächst zusammen, was wirklich zusammengehört. Herr Schmid, es war für Sie keine leichte Zeit. Wir haben es im Fernsehen verfolgt, wie Sie immer wieder in die Pflicht genommen worden sind, immer wieder sich eingesetzt haben, dass es den Menschen trotzdem in dieser Zeit geht. Ja, aber ich bin vor allen Dingen den Vogtländerinnen und Vogtländern dankbar. Sie haben es am schwierigsten gehabt und Sie haben schwere Entscheidungen mitgetroffen. Und jetzt kann ganz Deutschland sehen, wenn man klug ist, wenn man sich auf die Dinge einlässt, dann wird man am Ende auch diese Pandemie bekämpfen können. Und ich bin dankbar, dass gerade auch hier im Vogtland sehr viele Impfwillige sind, die verstanden haben, wenn wir keinen weiteren Lockdown haben wollen, dann müssen wir jetzt solidarisch sein, wir müssen ein Mindestmaß an Nächstenliebe zeigen, uns impfen lassen, damit die auch geschützt sind, die sich nicht impfen können, weil es Kinder sind oder weil es Menschen sind, die eine schwere Erkrankung haben. Kinder sind das Stichwort, sie sind die Leidtragenden der Pandemie. Also sollte man auch reagieren, vielleicht die Ferien nutzen, dass man dann mit einem guten Start ins neue Schuljahr geht. Wir machen ja eine ganze Menge. All jene, die jetzt im Urlaub sind, müssen, bevor sie wieder auf Arbeit kommen, sich erst testen. Das ist eine Vorgabe, die wir auch in Nordrhein-Westfalen gelernt haben, die ich für richtig halte. Wir haben genügend Tests und auch Masken angeschafft, sodass der Schulstart abgesichert ist. Und das A und O ist noch einmal das Impfen. Ich glaube, Bodo Ramelow wird es genauso sehen. Es ist so, dass ich noch eine Besonderheit erwähnen will. Mitten in der Pandemie haben Kollege Kretschmer und ich mehrfach miteinander telefoniert, mehrfach miteinander gesprochen, wie wir unseren tschechischen Nachbarn helfen, weil wir die Belastung hier im Dreiländereck zusammen hatten. Und deswegen war es gut und richtig, dass auf seine Initiative wir gemeinsam auch Impfdosen abgegeben haben, wofür man in Tschechien sehr dankbar war. Und umgekehrt gab es eine Situation, wo ich von Kollegen Kretschmer etwas erbitten musste, was ihm Kritik in Sachsen eingebracht hat, nämlich den 15-Kilometer-Radius. Das war eine Situation, als Sachsen zwei Tage vor uns die Läden geschlossen hat und wir Angst hatten, dass wir in Altenburg oder an anderen Stellen auf einmal eine Situation haben, dass wir auf einmal überrannt werden. Und deswegen kann ich nur ein großes Dankeschön auch für die gute Nachbarschaft sagen und für die gute Kooperation. Und in dem Sinne, wie es Kollege Kretschmer jetzt gerade gesagt hat, so gehen wir ran. Wir gehen zurück in die Schule. Wir wollen, dass der Präsenzunterricht Standard ist. Wir wollen, dass es aber auch sicher gemacht wird. Wir wollen nicht weggucken, dass gerade in Mallorca die Inzidenzen steigen. Dass das englische Fußballspielen zu Folgen geführt hat, bei denen wir noch gar nicht abschätzen können, was alles noch zu uns zurückkehrt. Alles das soll eingepreist sein, ohne dass wir den Menschen immer wieder Angst machen, weil Angst ist ein schlechter Ratgeber. Die Menschen müssen bereit sein, sich impfen zu lassen. Und unser Angebot heißt Impfen, Impfen, Impfen. Ja,
auch der Bürgermeister von Netschkau natürlich heute mit vor Ort. Es ist ein besonderer Tag, hochkarätige Gäste sind da und das Wetter passt. So ist es. Der Landrat hat zu mir gesagt, ich bin fürs Wetter zuständig. Ich habe mich natürlich voll reingelegt und es hat funktioniert und wir freuen uns natürlich. Warum ist Ihnen dieser Tag so wichtig? Ja, er symbolisiert halt auch den Zusammenhalt bei uns im Vogtland. Wir reden über die Göltzschallbrücke, wir reden über Alleinstellungsmerkmale und wir sind hier an der größten Ziegelsteinbrücke der Welt. Und ich denke, wo sonst, wenn ich hier, sollte man sowas begehen. Und ich finde es einfach toll und schön, dass die Städte Reichenbach und Netschkau jetzt auch so zusammengerückt sind und gemeinsam dort am richtigen Ende ziehen. Und natürlich mit der Präsenz der beiden Ministerpräsidenten aus Thüringen und Sachsen wird es nochmal untermauert und unterstrichen. Und das hebt uns natürlich schon ganz schön in der Wertigkeit. Und darüber freuen wir uns natürlich. Wir haben heute 170 Jahre Göltzschallbrücke, ein Geburtstagsjubiläum, was wir feiern. Zwei Ministerpräsidenten sind da. Die Brücke steht ja an der Grenze zu Thüringen. Udo Ramelow und Michael Kretschmer haben sich auf den Weg gemacht hierher. Und wir wollen heute den virtuellen Startschuss geben für das Projekt Göltzschallbrücke. Und die Leute sind gekommen und man merkt, wie das Leben ist wieder losgegangen. Ja, das ist ganz wichtig. Wir werden an diesem Wochenende noch zwei Konzerte haben. Sounds of Hollywood hier an der Göltzschallbrücke, bei schönem Wetter hoffentlich. Und da sind viele Menschen eingeladen, auch dieses Erlebnis mit zu verfolgen. Das Engrais zu einer kurzweiligen Gesprächsrunde oblag dann der Vogtlandphilharmonie Greiz-Reichenbach unter Leitung von Generalmusikdirektor Stefan Fraß. Während dann Ausschnitte aus dem MDR-Film Das Wunder vom Göltzschall über die LED-Wand gezeigt wurden, standen Menschen auf der Bühne, die alle dafür brennen und tun, dass es gelingen sollte, dass die Göltzschallbrücke als außergewöhnliches Denkmal deutscher Ingenieurbaukunst den UNESCO-Welterbetitel ins Vogtland holt. Also, lieber Herr Ruck und meine sehr verehrten Damen und Herren, es gibt sehr starke Mitbewerber, aber die Göltzschallbrücke wird es. Ich meine, ich zitiere jetzt mal den Bürgermeister von Greiz, der sagt, die Göltzschallbrücke gehört zu Greiz, es ist egal, auf welchem Territorium sie steht. So kann man das auch begründen, aber für mich ist es einfach, die Vogtlandphilharmonie ist ein Beweis dafür, dass Greiz und Reichenbach zusammengehören. Und zwischen Greiz und Reichenbach liegt die Göltzschallbrücke. Also das verbindende Element und damit sollten wir aktiv umgehen. Also ich glaube, die Brücke bedeutet für mich und für alle Vogtländerinnen und Vogtländer natürlich auch eine Identifikation mit der Heimat. Es ist unser Wahrzeichen. Viele, viele Firmen hier im Vogtland werben mit der Brücke, versprechen sich natürlich auch davon, dass es ist unser Wahrzeichen und von daher glaube ich, ist der Anspruch, Weltkulturerbe zu werden, genau der richtige. Von vielen mit Spannung erwartet, folgte dann der Auftritt des Überraschungsgastes und das war kein geringerer als Peter Maffay. Welcher Song konnte da besser passen als Über sieben Brücken im Original von Karat? Begleitet wurde er von der Vogtlandphilharmonie. Manchmal geh ich meine Straße ohne Blick. Manchmal wünsch ich mir mein Schaukelpferd zurück. Manchmal bin ich ohne Rast und Ruhe. Manchmal schließ ich alle Türen nach mir zu. Manchmal ist mir kalt und manchmal.
Backstage sind wir dann mit dem sympathischen Künstler ins Gespräch gekommen. Sie wurden hier herzlich aufgenommen und ich glaube, es ist für Sie auch wieder ganz toll, wieder vor Publikum zu singen. Das kann man in der heutigen Zeit wirklich behaupten. Allzu viele Möglichkeiten gibt es im Augenblick nicht. Ich hoffe sehr, dass sich das ändern wird, weil unser Publikum und bei meinen Kollegen sieht es nicht anders aus. Das ist ausgehungert und wartet auf solche Konzerte, die seit über anderthalb Jahren nicht mehr wirklich stattfinden können. Also wir sind ready to go. Und heute, das war ein schöner Augenblick. Sie haben heute das Angebot gekriegt, hier vielleicht an der Göltschallbrücke aufzutreten. Würden Sie das wirklich gern annehmen wollen? Das kann man ins Auge fassen. Ich habe es vorhin schon versucht auszuführen. Wir haben an allen möglichen und unmöglichen Stellen auch schon gespielt. Also warum nicht auch hier? Das ist ein toller Platz. Was meinen Sie, warum finden Sie Leute Sie immer noch so faszinierend? Gerade über Siebenbrücken, Karat, das sind so diese Dinge, mit denen man auch Sie verbindet. Also ich muss das ein bisschen relativieren. Das Wort faszinierend ist, dieses Prädikat, das will ich mir selber nicht ausstellen. Wenn Leute uns gerne hören, dann sicherlich, weil es im Lauf der Jahre immer wieder mal Lieder gegeben hat, die dem Publikum auch ein bisschen etwas bedeutet haben. Und ich habe es vorhin schon gesagt, die Leidenschaft zu spielen, die hat nicht abgenommen, auch nicht nach dieser langen Zeit. Und möglicherweise spüren die Leute das und dann sagen sie, okay, wenn die Jungs das ernst nehmen, dann tun wir das auch. Ich glaube, man nimmt ihnen das ab, diese Ehrlichkeit irgendwo. Tabaluga, den Kindern was Gutes zu tun, ich glaube, das ist das, was sie ausmacht. Das ist unser Job. Ich meine, deswegen sind wir irgendwann mal als 14-, 15-, 16-Jährige auf die ersten Bühnen gegangen. Wir wollten immer mit dem Publikum einen Austausch herbeiführen, einen Dialog. Und das ist, wie gesagt, nie langweilig geworden, in all den Jahren nicht. Dann nutzten die Gäste den wundervollen Abend, um miteinander ins Gespräch zu kommen. Am Ende sind sich alle einig, es muss gemeinsam gelingen, mit Mut, Engagement und ganz viel Kreativität den UNESCO-Welterbetitel ins Vogtland zu holen. Der Abend klang dann mit einer beeindruckenden Lichtillumination aus.